Der Spaziergang hat mir gut getan. Hoffentlich hast du dir nicht zu viel zugemutet. Eigentlich sollst du dich noch schonen. Ach, mir geht's doch schon wieder ganz ordentlich. Außerdem liebe ich es, in der frischen Luft zu sein. Vielleicht sollten wir ans Meer fahren. Da erholst du dich noch besser. Ich fahre nirgendwo hin. Ich brauche Zeit. Zeit für mich allein. Du hältst es mit mir nicht mehr aus? Ich habe gedacht, ich hätte die Geschichte mit Barbara verarbeitet. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Das hast du mir schon heute Morgen gesagt, Werner. Aber wenn wir zusammen daran arbeiten, dann können wir es schaffen. Wir lieben uns doch, Werner. Hör auf, Barbara! Sorry. Tut mir leid. Ich glaube, es ist besser, wenn wir eine Auszeit nehmen. Ich werde in eines der Gästezimmer ziehen. Wissen Sie, ob Frau Dr. Konopka schon im Haus ist? Ja, heute leider noch nicht. Danke. Viktoria, warte bitte. Hi. Ich bin gestern im Krankenhaus gewesen. Ich wollte dich abholen, aber du warst schon weg. Was hat der Arzt gesagt? Was der Arzt gesagt hat? Interessiert dich das wirklich? Ich weiß, ich habe dir wehgetan. Ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Dann hör auf, Salz in die Wunde zu streuen. Warte bitte. Lass es mich erklären. Simon, da gibt es nichts zu erklären. Du weißt selbst am besten, wie es ist, von einem Menschen belogen zu werden, dem man vertraut. Ich habe dich angelogen, das stimmt auch. Aber nur am Anfang. Meine Gefühle für dich, die haben sich verändert. Ohne dich nicht vorstellen. Sagst du das wieder, um mir Mut zu machen? Nein. Ich liebe dich. Aufrichtig. Es mag sein, dass du wirklich noch Gefühle für mich hast. Ja. Aber ich kann dir nie wieder vertrauen. Und das ist die Voraussetzung für eine Beziehung. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen und weiterhin glauben, dass du mich liebst. Auch wenn es nur eine Lüge war. Lass es uns nochmal zusammen probieren. Bitte. Wir waren noch glücklich miteinander. Aber es ist zu spät. Nein, das ist es nicht. Simon, du hast gesagt, du würdest alles für mich tun. Natürlich. Dann lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur noch allein sein. Ich glaube, ich muss dir was erklären, warum du kein Geheimnis für dich behalten kannst. Dass ich Felix in deine Pläne eingeweiht habe, das ging nicht anders. Ich vertraue dir was an. Und du rennst gleich zu ihm und erzählst ihm alles? Ja, das war doch keine böse Absicht. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Komisch, dass ich dir das nicht glauben kann. Für Felix ist diese Modenschau nun mal sehr wichtig. Er hatte Angst, dass was nicht klappt, weil er die Verantwortung dafür trägt. Ist das ein Grund, mich anzuschwärzen? Willst du etwa, dass er Ärger mit seinem Onkel bekommt? Darum geht's doch gar nicht, sondern darum, dass du mir in den Rücken fällst. Ich habe das auch für dich getan.
Ja, stell dir vor, bei deinem Auftritt, also es käme da zu einem Eklat, hä? Du traust mir wirklich gar nicht zu, oder? Doch, natürlich, Emma, aber wer weiß, wie diese Spießer reagieren. Vielleicht begeistert? Ja, und wenn nicht? Ich habe dich wahrscheinlich vor einer großen Blamage bewahrt. Sieht Felix das genauso? Schon gut. Tut jetzt eh nichts mehr zur Sache. Guten Morgen, Herr Sombichler. Oh, guten Morgen. Ich will Sie gar nicht stören, nur das hier abgeben. Was ist das? Sachen von Marie. Ah, gut, ich gebe es ihr. Sonst noch was? Ja, Sie wissen ja vielleicht, dass Marie und ich, also Marie hat sich getrennt. Ja, und jetzt haben Sie gehofft, sie hier zu sehen. Muss ich Sie enttäuschen, die hat heute schon früher angefangen zu arbeiten, wegen der Modenschau. Nein, ich bin wirklich nur wegen der Sachen hier. Ja klar, Socken und T-Shirts, das sind natürlich Dinge, die man am Tag nach der Trennung unbedingt braucht. Okay, Sie haben recht. Ich vermisse Marie. Und im Hotel, da geht sie mir aus dem Weg. Können Sie mir nicht irgendeinen Rat geben, wie ich Marie zurückgewinnen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich glaube, Sie tun der Marie nicht gut. Zumindest im Moment nicht. Aber ich liebe Sie. Dann sollten Sie Ihre Einstellung ändern. Leicht gesagt. Schauen Sie, Sie haben einen Beruf, wo Sie jeden Tag mit hübschen Frauen zu tun haben. Wird es Ihnen gefallen, wenn die Marie Ihnen jedes Mal eine Szene macht? Okay, die Hildegard und ich, wir sind seit 35 Jahren verheiratet. Und was glauben Sie, was das Geheimnis unserer Ehe ist? Sie lieben sich. Ja, natürlich. Aber Liebe ist nicht alles. Zu einer guten Beziehung gehört auch, ja, Vertrauen, Respekt. Jeder braucht seinen Freiraum. Wenn ich die Hildegard einengen würde, dann wäre das nie so lang gut gegangen mit uns. Sie meinen, ich soll Marie einfach vertrauen? Ja. Meine Großmutter hat mir was beigebracht. Zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit. Aber zu wenig Vertrauen ist immer ein Unglück. Ich habe mich echt wie ein Idiot verhalten. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Geh mal. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Finale unserer Modenschau. Okay, wie sehe ich aus? Mensch, wie sehe ich aus? Wie findest du, warte mal, meine Frisur? Sitzt da alles? Und findest du mich nicht zu dick für das Dirndl? Nein, überhaupt nicht. Ist perfekt, wirklich. Ehrlich? Ja, das ist das einzige Hochzeitsdirndl. Das wird der Knaller. Das waren die fantastischen Kreationen von unserer wunderbaren Designerin Maria Pananti. Sie stimmen sicher mit mir überein, dass wir noch nie ein schöneres Dirndl gesehen haben. Okay, pass auf. Sobald der Pachmeier aus dem Rosenzimmer raus ist, gehe ich rein und kündige dich an, ja? Okay. Ich hoffe, dass ich nicht stolpere. Das wird schon, ja? Okay, die Luft ist rein. Es geht los. Fischimadl. Hat doch wunderbar geklappt, genauso wie ich es Ihnen versprochen habe. Sie kennen einen Freund, die Frau Pananti hat mir gerade signalisiert, dass sie sehr zufrieden ist, sehr. Tatsächlich? Ja, das freut mich. Und wenn mein Bruder weiter sponsert, dann bin ich beim nächsten Mal auch wieder dabei, da haben wir alle zwei was davon. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch einen Moment sitzen, der Fürstenhof hat eine kleine Überraschung vorbereitet. Überraschung? Was für Überraschung? Ich kümmere mich drum.
Ich darf Ihnen eine Nachwuchsdesignerin ankündigen, von der man jetzt noch viel hören wird. Was machst du? Es ist mein großer Traum. Und den lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Emma, du gehst da jetzt nicht rein, sonst... Sonst was?